Herzliches Willkommen, hallo, auf der Insel Chorus. Ja, ich habe sie alle um mich versammelt. Elena, Petra, Valine, Dandolo ist ja mein Gefährte, dann Tom, Golvin und Harald. Gucken wir erstmal ins Logbuch, da war nämlich noch von einem Vikas die Rede. Der sollte in irgendwelchen Höhlen stecken. Also war ich noch nicht in allen Höhlen. Ich kann mich erinnern, bei so einer Exkursion am Strand an einer Höhle vorbeigekommen zu sein. Also als ich da beim Boot war, habe ich überhaupt so eine Art Boot-Teleport-Spruch. Das wäre ja cool. So, nee, ich habe nur hier in grün. Teleport zum Jägerlager auf Chorus. Ja, das wäre jetzt blöd. Das ist so, da brauche ich gar nicht hin. Ja, dann werde ich mal wieder zurück zum Lager gehen und hier nochmal ein bisschen die vergessenen Pflanzen, Kräuter und Pilze aufsammeln. Und noch ein paar leichte Gegner niedermetzeln. Ah, hier ist ja auch Enzo. Da hat er sich hin verpisst. Alles klar. Was kann man denn noch jagen? Ich habe ja noch jede Menge. Ja, 32 Lernpunkte. Dann können wir auf jeden Fall mal schon ein bisschen. Zeig mir, wie man jagt. Genau, Jagderfahrung, Klauen hacken, Blutfliegenstachel, Zähne reißen. Blutfliegenstachel könnte was bringen. Der Stachel der Blutfliege ist am schnellsten abgetrennt, wenn du den Stachel vor dem Abschneiden herausdrückst. Ah ja, So, da muss ich... Nein! Zeig mir, wie... Sorry. Da müsste ich dann noch ein bisschen haushalten mit meinen Punkten, weil ich brauche ja auch noch bestimmt Stärke und Geschick. Und wer kann mir das beibringen? Das kann mir bestimmt hier Refti beibringen. Kannst du mir auch im Umgang mit zwei Händen zeigen? Bring mir bei, wie ich besser mit dem Schwert und hilf mir stärker zu werden. Hilf mir stärker zu werden. Ah, 15 Lernpunkte. Also Stärke bräuchte ich wohl. Dann gehe ich doch mal da drauf. 5. Das waren 15 LP-Kosten und nicht. Also. Fällt mir noch ein Stärkepunkt, um es aufzurunden. Ach, sowas. Ein Stärkepunkt fehlt mir noch. Soll ich den jetzt holen? Das kostet aber auch teuer, ne? Ah, Lernpunkte 15. Wie sieht's mit Geschick aus? Bring mir bei. Nee, das ist Einhand. Zweihand. Nee, wer macht denn hier Geschick, verdammte Hacke? Allgemeine Infos. Lehrer auf Chorus. Loga kann mir beibringen, mit dem Umzug gehen. Jäger Enzo Klaus, wie man Tiere ausnehmen kann. Und Refti, geschickter. Mit dem Bogen zu werden. Loga. Das heißt, Loga, Baby. Mit dem Bogen und hilft mir, geschickter zu werden. Na, gucken wir mal, damit hilf wir das mir, geschickter zu werden. Aufrunden können. 5. So, aber das ist okay so. Sind noch ein bisschen geschickter mit dem Bogen nachher. Da will ich nicht klauen. Ja. Oh, Henry. Hey, du. Er kann mir was verkaufen. Verkaufst auch Rüstungen? Verkaufst du auch Rüstungen? Klar, ich habe hier noch eine Lederrüstung. Sie ist zwar nicht neu, aber in tadellosem Zustand. So, wenn ich jetzt eine Rüstung kaufen würde, eine Lederrüstung, die kann ich ja upgraden. Das sollte ich vielleicht mal im Hinterkopf behalten. Doch, kann ich irgendwas für euch... Kann ich irgendetwas für euch tun? Klar, vertreibe mit deinen Leuten die Orks. Mehr brauchst du wirklich nicht zu tun. Alles zu seiner Zeit. Hast du für den Anfang nicht einen leichteren Job für mich? Klar. Wir machen diese verdammten Waage Sorge. Ein Biss von denen und es ist um dich geschehen. Diese Hunde sind wirklich gefährlich, Mann. Wenn ich richtig gezählt habe, dann haben die Orks mehr als ein Dutzend von diesen Bestien mitgebracht. Ich mache dir daher folgenden Vorschlag. Wenn du mir 12 Waagfälle bringst, dann gebe ich dir einen guten Preis dafür. Aber nur für 12 Fälle kann ich dir ein Angebot machen. Für mehr habe ich nicht genug Geld. Geld, gut. Dann gucken wir doch mal gleich, wie viele Waagfälle wir eigentlich überhaupt in unserem Inventar haben.
Ich könnte mir die Rüstung kaufen. Vorsorglich sollte ich das mal machen. So, wo sind denn die ganzen Felle? Ich bin mal wieder hier. Es sind 13. 13 Leder, aha. 13 Leder. Ich bin irgendwie bekloppt, ne? Ja, 9. 9 Wargfelle. Also brauche ich noch 3 Stück. Vielleicht werden ja neue gespawnt. Und wo ich gleich hier bin, kann ich mal die Lederbeutelchen hier. Na, super geil. Alle öffnen. Zack, mit Kartoffeln noch ein Lederbeutel. Hab völlig vergessen, das zu machen, ne? So, was bekloppt ist aber auch. Krauttabak. So, dann werde ich mal bei Henry doch mal die Lederrüstungen. Verkaufst du auch Rüstungen? Klar. Lederrüstung kaufen. Ja, genau richtig. 58 Gold haben wir gemacht. Sodele. Dann werden wir auch die mal anziehen. Und gucken, was Dandolo dann sagt. So, Rüstung. Golemschutz, alte Lederrüstung. Das ist die. Was bringt die denn? 40, 80, 10. Bogentalentbonus. Ja, hallöchen. Geschicklichkeit-Talentbonus. Na, super geil. Ich das gewusst. Ha, so, Dandolo. Du bist Soldat. Kleide dich entsprechend. Mhm. Ah, ich bin Soldat. Kleide dich entsprechend. Na ja, gut, okay. Dann werde ich doch nochmal hier für unsere Exkursion mal ordentlich Klamotten anziehen. Wenn später gefährlicher wird, dann werde ich auf die Lederrüstung zurückgreifen. Ja, Logbucheintrag Warge eliminieren, nicht wahr? Genau, Wargfälle, 12 Stück. Dann gucken wir doch mal, ob es hier noch Warge gibt. Und bis dahin melde ich mich wieder und genieße die schöne Landschaft hier. Einen kleinen Abstecher bei Thaddäus, der hier ganz gemütlich in seinem Sessel sitzt. Und, Thaddäus? Was macht dein Leuchtturm? Na, ich bin froh, dass alles noch ganz ist. Ich hatte schon die Befürchtung, dass die Orks hier alles auseinandergenommen haben. Tja, da habe ich noch mein Glück gehabt. Ja, das ist schön. Gucken, was können wir denn noch braten? Womit denn? Nö, haben wir nichts. Gut, weiter geht's. Ja, ich habe Dandolo mal wieder als meinen Gefährten zu mir geholt. Den hatte ich mal kurz mal am Leuchtturm stehen gelassen. Und jetzt gehen wir mal zu einem Strand hin oder zu diesem Strand hier unten und schauen mal, ob da die Höhle ist. Da muss man irgendwie hinschwimmen. Hier könnte es lang gehen. Ne, da kommt Dandolo bestimmt nicht rum. Immer noch Ausschau halten nach möglichen Verzehrgut, wie zum Beispiel einem Dunkelpilz. Ups, sorry. Da habe ich jetzt meine Zunge so blöd geformt, dass ein bisschen Luft ans Mikro kam. Und da müsste doch irgendwo mal hier so ein Weg runtergehen. Wenn ich hier so richtig schön entlang. Ja, ja, da ist er schon. Oh, da hinten ist noch was. Ich wohl vergessen. Ah, blöden Blauflieber. So, komm. Da ist noch was. Kommt mir das nur so vor oder sind jetzt die Pflanzen irgendwie dunkler texturiert? Das kommt mir nämlich so vor. Aber da gehe ich jetzt nicht lang. Wir gehen jetzt hier runter Richtung Schatterrand. Und noch, die sieht man nämlich gar kaum noch. Die sind bestimmt neu texturiert. Schöner und neuer. Damit man so gar nicht mehr gut und schnell erkennen kann. Oh ja. Dandolo. Ja, mach mal. Genau, richtig. Habe ich auch ein Schwertchen, habe ich auch. Und wollte ganz machen. So, Scavenger, wie immer. Fleisch und Federn. Und da hinten schon die ersten Blutfliegen. Zum Ausnehmen. Genau, richtig. Oh, ein Ratten. Okay. So, jetzt kann ich auch einen Stachel. Der Stachel enthält giftiges Sekret. Schön, dann habe ich schon mal giftige Stacheln. Kann dann später bestimmt vergiftete Pfeile, Schwerter und Bolzen herstellen. Das war ich. Ich habe auch mal einen Mole Rat getötet. Das ist gut.
Und hier geht's noch weiter runter. Schwerer Asten. Kahler Asten. Ui, 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 ui. Was ist denn das? Das ist eine Höhle. Also wie es aussieht, ist die unbemannt, unbewohnt. Hallo, ist diese Wohnung hier noch frei? Okay, dann werde ich mich mal hier schön an diesen herrlichen Erzeugnissen laben. Könnte irgendwie von... Was ist hier? Oh, ach so, rohes Fleisch. Irgendwie von den... Oh, lustig. Alles Fleischbraten. Ja, 6 Fleischstück. Von irgendwelchen Gobos sein. Kann das hinkommen? Wohl so viel Sachen bei den Goblinen. Bettchen, Truhe, unverschlossen. Ey, Feuerpfeil, der gute alte Feuerpfeil, Eispfeil und Essenzen der Heilung. Eine. Schön. Da hinten haben wir noch eine Waldmorschel. Dann ein rostiges Schwert. Ja, eine verlassene Höhle, liebe Leute. Die haben wir jetzt hier auch gefunden. Jetzt geht es entweder da links runter, oder? Ja, oder es geht hier runter. Was machen wir jetzt? Links oder rechts? Dann gehen wir hier runter. Den wir mal abgespeichert haben. Ah, Wegzehrung ein bisschen dabei. Weidenbeere. Mein Gott. So viel Weidenbeeren kann ich nicht essen. Dann kriege ich nachher einen flotten Otto. Naja, Weidenbeeren. So. Nee, keine Höhle. Irgendwo ist doch unser Treffpunkt von... Von wem denn? Ja, von dem Ernst. Ach, da sind wir. Hier waren ja die Orks auch. Ich glaube, wir müssen hier rum. Dandolo kommt ja mit. Ja, auch so ein Sprinttrank, Dandolo. Bin ich dir zu schnell? So, ach, hier haben wir noch ein Pflänzchen. Kaum unterscheiden von der texturierten Gestrüpp-Geschichte hier. Hallo? Dandolo? Ich war doch gar nicht so schnell. Oh. Ich sehne nicht. Ist er irgendwo hängen geblieben? Jetzt bin ich gespannt, wo er jetzt abgeblieben ist. Entweder beim letzten Treffpunkt läuft. Ach so! Dandolo ist mal eben unsichtbar. Und jetzt wieder sichtbar. Gut, okay. Komm mit. So geht das. Na gut, okay, das macht er. DX11-Renderer, der noch nicht ausgereift ist, noch nicht ganz ausgereift ist und es zigtausend Versionen gibt. Und ja, also mit dem DX-Renderer ist das so eine Sache, da gibt es immer noch einige Problemchen. Nur so ganz so krasse Probleme, wie ich sie oft in Foren gelesen habe, habe ich bis jetzt toi nicht bekommen. Und wenn wieder was ist, dann wird die Sache nämlich ernst. Und zwar zu diesem Ernst gehen wir jetzt. Vielleicht ist ihm ja zwischenzeitlich was passiert. Nö, er hat nichts zu erzählen, der Ernst. Ja, dann werden wir mal wohl hierhin gehen, weil ich meinte, dass dann hier eine Höhle war, die zum Meer rausging. Für einige aufmerksame Zuschauer, ja, hier in dem Bereich war ich nämlich noch gar nicht. Du, Dandolo, willst du mitschwimmen, oder? Gucken wir mal. Dandolo kann schwimmen, ne? Oh Gott, ich kann auch schwimmen. Ich dachte schon, ich gehe wie ein Sack unter. Wie in so einer Modifikation, die ich vor kurzem mal gesehen habe.
Aber wir haben ja hier schwimmen gelernt, hier auch bei Odyssey. Das ist cool. Ja, da begrüßen uns gleich mal wieder ein paar Barbarane. Nee, Lurker. Genau. Jo. Du kannst auch stehen, das ist gut. Ich mach mal Folgendes. Ich werde mal schön meine alte Lederrüstung anziehen. Und mal meinen Bogen ziehen. Und mal gucken, ob ich auf diese Entfernung schon geschickter bin im Bogenschießen. Schon wieder so ein Mist. Ja, genau, richtig. Oh, er geht schon mal hin. Oh, wie lustig. Und dann wieder zurück. Und ich sollte ja auch was ziehen. Okay. Ach, dieser treue Dandolo. Kommt sie mit? Wir machen mal kurz hier kurz einen Prozess mit den beiden Lurkern. Ah ja. Du hast eine gute Reichweite mit deiner Armbrust. Oh. Ja, sowas Dummes jetzt aber auch. Auf Dandolo, indem wir hier durchwarten und warten und warten und schon mal gleich eine bessere Rüstung anziehen. Oh, die nie hier. So. Dann werden wir mal hier die Lurker schon mal alarmieren. Schon wieder so ein Mistvieh. Genau, richtig. Ja, schwimm schon mal voraus. Er ist cool. Na. Hey, pass auf. Entschuldigung. Was war das? Da ist nicht zu holen. Hat's den Lurker irgendwie... Wie bitte? Den hat's da... Der steckt da drin? Was macht er denn da für lustige Bewegung? Los, Dandolo, hau den auch nochmal mal weg. Super, klasse. Das war ja lustig. Löckerchen und noch ein Löckerchen. So, oh, da hinten sitzt einer. Das ist bestimmt der Vico. Na, so viel hat er in seiner Höhle nicht drin. Hast du wohl schon alles abgerissene, was? Abgerissene Efeuranke? Wozu ist die jetzt bitte sehr gut? Das erinnert mich wieder an eine Mod, die noch in Arbeit ist, von der lieben Bisasam. Abgerissene Efeuranke, wo könnte man das finden? Weil die hat nämlich auch eine neue Mod in Arbeit und die erinnert so auch an diese Geschichte mit irgendwelchen Blättern und Laub. Und jetzt kommt eine abgerissene Efeuranke. Da ist sie. Abgerissene Efeu, sie stammt aus dem Loch, wo ich Vikas gefunden habe. Sie sieht sehr stabil aus. Ei. Aus dem Loch. Ah, ja natürlich. Ach so ist das. Das war die Höhle, die auch. Na, ist es denn die Möglichkeit? Da kommt ja Hilfe. Und sogar ein Soldat des Königs. Ich werd wahnsinnig. Hallo? Na, ich hoffe doch nicht. Tja, du hast ganz richtig vermutet. Ich bin ein Soldat des Königs und... Aber du bist doch nicht allein, oder? Ihr seid doch eine Armee oder sowas. Habt ihr diese haarigen Kerle endlich vertrieben? Hey, Moment. Jetzt krieg dich mal wieder ein. Und sag mir erst in aller Ruhe, was passiert ist. Und wer du bist. Ja, schon gut. Mein Name ist Vikas. Die Orks haben unser Dorf überfallen. Da haben mich die anderen Dorfbewohner zur Küste geschickt, damit ich Hilfe aus Korana holen kann. Doch zu meinem Pech entdeckten mich die Orks. Da bin ich gerannt, als wäre Belia selbst hinter mir her gewesen. Leider aber bin ich mal wieder durch dieses verdammte Loch da oben gefallen und in diese Höhle gestürzt. Ich bin wirklich ein Pechvogel. Wieder in diese Höhle gestürzt? Wieso? Das musst du mir genauer erklären. Ach, ich bin vor längerer Zeit schon einmal in diese blöde Höhle gefallen. Damals hatte ich mich ganz schlimm verletzt gehabt. Wenn da nicht dieser Garrick aufgetaucht wäre, dann... Aber das ist eine andere Geschichte. Interessiert dich bestimmt nicht. Nee, wenn ich ehrlich bin, wirklich nicht. Dachte ich mir. Nun, ich bin froh, dass dieser Sturz nicht so schlimm war. Ich konnte mich zwar eine Zeit lang nicht rühren, aber jetzt geht es wieder.
Schön. Und warum bist du dann noch hier? Na, weil hier unten am Strand auch diese Orks herumlungern. Und dann kamen noch die Lurker und Strandläufer. Da blieb ich besser hier. Von dir habe ich schon gehört. Du wirst bereits vermisst. So richtig Sorgen gemacht haben sie sich allerdings nicht. Naja, kann ich ihnen nicht verdenken, wenn ich ehrlich bin. Manchmal habe ich keine Lust, hart zu arbeiten und habe mich dann jedes Mal beim Pilze- oder Beerensammeln verirrt. Daher werden sie sich auch dieses Mal gedacht haben, dass ich irgendwo hängen geblieben bin. Den Ruf habe ich nun mal weg. An dieser Stelle muss ich mich korrigieren. Ich glaube, ich habe Vico gesagt statt Vikas. Ja, und er hat auch von einem Gerrit geredet, ne, den wir merken mussten. Das war doch der vermisste Sohn. Mal gucken, das ist im Logbuch bestimmt drin. Der vermisste Sohn, ja, der verlorene Sohn. Sorgen um seinen Garrick. Garrick heißt er. Na, damit hier alles richtig läuft, will ich das nochmal erzählen. Kamen die Orks mit einer Flotte nach Korus? Nein, Mann, sie sind hierher geschwommen. Natürlich sind sie mit einer Flotte gekommen. Was glaubst du denn? Hey, du solltest mal nicht den Mund so aufreißen, sonst werde ich sofort wieder gehen. Mann, bist du empfindlich. Aber bleib bitte, es war nicht so gemeint. Du hast wahrscheinlich deine Gründe, mich so zu fragen. Ja, habe ich. Also was ist? War eine Flotte da? Und wenn ja, ist sie noch hier? Ja, es war eine große Flotte, die vor Korus erschien. Aber ob sie noch da ist, keine Ahnung. Mann, waren wir überrascht. So viele Orkschiffe hatten wir noch nie gesehen. Nun, wir dachten uns zunächst, dass die vorhat, auf Korana zu landen. Aber dann machten die Orks Landungsboote klar. Da machten wir uns natürlich sofort aus dem Staub und flohen zur alten Turmruine. War mal ein alter Armeeposten gewesen. Ist aber schon lange her. Aha. Ja, dann erstmal danke für deine Auskunft hier. Na, dann erst einmal danke für die Auskunft, Vikas. Gern geschehen, Mann. Aber jetzt verrate mir doch endlich, wie stark eure Rettungstruppe ist. Halt, lass mich raten. 100? Tja, ich fürchte, damit liegst du komplett falsch. Dann wird es aber eng für euch, Leute. Aber 50 seid ihr doch mindestens. Auch nicht. Zunächst sind wir nur zu dritt. Wie bitte? Ich glaube, ich habe mich verhört. Du willst mich jetzt wohl auf den Arm nehmen, was? Habe ich nicht vor. Wir sind nur die Vorhut und haben den Auftrag, lediglich Erkundigungen hier einzuziehen. Ich fass es nicht. Das ist ja mal eine tolle Hilfe. Na, dann kann ich hier ja schon mal überwintern. Jetzt beruhige dich mal. Vielleicht können wir drei euch ja helfen. Und wenn nicht, dann werde ich unseren Kommandanten, Lord Baldwin, bitten, dass er die Orks angreift und euch befreit. Und das wird euer Lord Baldwin auch ganz bestimmt tun, hä? Gibst du mir auch dein Wort drauf? Nun, klar gebe ich dir mein Wort. Ihr werdet ganz bestimmt von den Orks befreit. Versprochen. So? Na, dann bin ich mal gespannt. Doch was passiert jetzt? Soll ich etwa weiter hierbleiben, oder was? Ich denke mal, du gehst jetzt am besten zu unserem Boot. Da bist du einigermaßen sicher. Halte dich rechts, wenn du die Höhle verlässt. Dann kannst du es nicht verfehlen. Na schön, dann gehe ich mal los. Ist wohl besser, als hier in der Höhle zu bleiben. Ja, genau, wie kannst. Noch was? Achso. Ich habe fast vergessen, den auszurauben. Also Vikas haben wir entdeckt. Und jetzt geht's wieder zurück. Mit Dandolo. Vorher Abspeicher Rolo. Warten, er ist da, jawohl. Und mal diese Seite erkundigen. Und wieder nutzen. Hier war ich nämlich noch nicht. Oh, das sieht aus wie eine Schildkröte. Schildkrötenpanzer? Nee. Ich dachte, das wäre wieder eine Schildkröte. Nee, es war wieder so eine Seilhaufen. Aha.
Hier gibt es Klamotten wieder zu finden. Oh, du auch mal. Er hält mir den Rücken frei, dieser Dandolo. Wobei ich jetzt wieder wissen will, was das da ist. Aber war ich ja nicht schon hingeschwommen gewesen? Meine ja. Doch. War ich. Dann hat sich das als nichts heraus entpuppt. Hornmischelchen. Klappmischelchen. Erbauung. Was können wir denn hier noch alle so finden in dieser abgebrannten Hütte? Oh, silberner Kerzenständer. Schwefel. Können wir ja schöne Feuerpfeile herstellen. Aber bis jetzt habe ich ja noch gar nicht großartig Munition verbrochen, weil ich ja die gute Hilfe vom bösen Dandolo habe. Nein, die gute Hilfe. Also wie es aussieht, ist dann hier auch schon wieder Schulz. Schluss. Oh ja, ein schöner Kaktus. Da geht's hier noch eventuell weiter. Hier oben rüber irgendwie. Nee. Wäre wohl zu hoch. Da hinten ist ja auch noch was. Oh, hier kommen wir rum. Eventuell. Aber da müssen wir dann schwimmen. Und dann schwimmen wir sozusagen auf diese Halbinsel da hinten rum. Wir sehen ja die Kapelle da hinten. Ich glaube, dass es die Kapelle ist. Lass mich mal vorbei! Oh, danke. Jo, dann werden wir wieder rüberfutzeln. Und zwar zu dieser alten Wachpostenruine. Ah ja, jetzt sitzt der Vikas dort. Was gab es denn noch als Logbucheintrag? Ich habe einen jungen Burschen namens Vikas gefunden. Er ist bei seiner Flucht vor den Orks in diese Höhle gestürzt. Er wollte nach Korana segeln, um Hilfe zu holen, da die Orks ein Dorf überfallen haben. Wahrscheinlich sind sie immer noch da. Ich sollte mich mal vor Ort umschauen. Das werden wir dann auch machen. Ja, Ernst ist gut. Ja, hier an dieser Stelle befinden wir uns wieder bei diesem lustigen Teich. Hier waren die Orks, vor denen Vikas geflüchtet ist und ist sozusagen hier hinuntergefallen. Da haben wir ihn ja getroffen. Und da müsste auch dieser Efeu sein oder sowas. Diese Efeu-Ranke, die wir da gefunden hatten hier in der Höhle. Doch was hat es damit auf sich? Das werden wir wohl erfahren, wenn ich einen Kommentar bekomme. Oder wenn ich es bis dahin schon herausgefunden habe. Aber weiter geht's zu den, ja, zu den anderen, die sich hier oben noch verschanzen tun. Verschanzen tun. Wer wollte denn was von Vikas wissen? Ich konnte die Spähtrupps der Orks unschädlich machen. Du hast es tatsächlich geschafft? Ich danke dir. Hier, nimm diese Heiltränke. Du wirst sie sicher gut gebrauchen können. Na, perfekt. Bei Colvin, dem hatten wir ja seinen Nerventrunk gegeben. Harald, war da noch was? Ja. Ich habe Vikas gefunden. Ihm geht es soweit gut. Tatsächlich? Ja, wo war denn der Bursche? In einer Höhle am Strand. Er ist dort hinuntergestürzt. Was? Er ist schon wieder in die Höhle gestürzt? Ja, aber gebrochen hat er sich nichts. Er bleibt zunächst bei uns, bis Korus wieder sicher ist. Na, da hat er aber wirklich Glück gehabt. Ich frage mich allerdings nur eins. Wie bringt Vikas es fertig, immer wieder in dieselbe Höhle zu fallen? Das wissen wir nicht. Ha. So, Valine hatten wir ja auch schon beglückt. Genau wie Petra und Elena. Ja, die fühlt sich jetzt, glaube ich, besser, ne? Und? Wie fühlst du dich? Ich habe Angst, ganz grob. Ja, okay. Die hat immer noch Angst. Gut, okay. Ja, an dieser Stelle mal wieder ein herzliches Dankeschön für euer Zusehen. Gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Ich sage Tschüss.